Und damit willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Guide hier bei Elex. Diesmal der Level-Up-Guide, Attribut-Guide, Glitch, whatever ihr das nennen wollen würdet. Ihr bekommt natürlich dafür auch ein paar gleich Trophäen für die PlayStation oder halt Achievements für Steam bzw. Xbox. Funktioniert auf allen drei Systemen. Das wird auch generell weiter künftig funktionieren. Außer die ändern diese Fähigkeiten, die man hier freischalten kann. Also daher glaube ich mal nicht, dass es groß geändert wird. Weil das auch bei den alten Gothic-Teilen bzw. Risen-Teilen genau das gleiche Prinzip war wie jetzt hier in Elex. Und zwar starten wir jetzt auch gleich hier rein. Wir fangen hier erstmal an mit dem einen Teil. Könnt ihr schon ab Stufe 5 bzw. 6 teils auch ab 4 machen. Je nachdem natürlich, wie ihr das Ganze hochlevelt. Weil ihr braucht nämlich schlussendlich eine Fähigkeit hier zu finden. Unter Persönlichkeitenbaum ist das ganze Ding hier drin. Und da braucht ihr in diesem Fall hier Feilscher. Das gewährt euch einen Rabatt. Mit dem ihr bei Händlern natürlich hier das Zeug zu gleichen Preis zwar kauft, aber teurer verkauft. Ne? Und somit habt ihr ratzfatz diese ganzen Elixir. Ich habe jetzt momentan 43.330, redet aber ratzfatz hoch. Wie, erzähle ich euch dann gleich. Und für später braucht ihr dann noch hier, was das andere betrifft, diese Attributspunkte, die ihr hier natürlich hierfür benötigt, ne? Zum Aufleveln. Ich bin übrigens hier, by the way, dass ihr das auch seht, dass es funktioniert. Hier immer noch mit der Hauptquest. Na, wo ist sie denn hier? Da. Bin ich immer noch in Kapitel 1 mit dem Rachefeldzug, ne? Wie man das hier so schön sieht. Ja, immer noch in der Osten Kapitel, beziehungsweise sogar Prolog, wie ihr das nennen wollen würdet, ist egal. So, zum Zweiten benötigt ihr unter Handwerk hier dieses hier, Chemie. Ich weiß jetzt halt dummerweise nicht mehr die genauen Werte, die man da dafür jetzt braucht, um die Dinge hochzuleveln. Aber ich weiß, dass ich die mit Level 4 oder 5 oder 6 spätestens, hatte ich alle beiden soweit mein Charakter hier hochgelevelt von diesen Werten hier, Intelligenz und so weiter. Dass ich die beiden Dinge habe, dazu rate ich euch dann auch. Konzentriert euch auf die Chemie bzw. hier auf Feilscher. Das bevorzugt zuerst, weil dann levelt ihr automatisch auch gleich mit hoch. Oder halt bekommt ihr hier genügend Elixit, um die andere Fähigkeit dann schlussendlich zu kaufen. Und daher kein Act, also Feilscher und Chemie wird hierfür benötigt. So, dann geht ihr als nächstes, ach Mist, jetzt habe ich die Karte zugemacht, müsst ihr hier als nächstes in dieses Gebiet hier laufen. Wie das ihr seht, hier ist der Teleporter hier zu diesem Gebiet, Lager der Mitte. Ist rechts, wenn man hier das weiß, von der Kaya und so weiter drum und dran. Hier ist jetzt der Relikt-Teleport, also relativ weit oben, kleine Farm. Goliath ist hier unten, also wie man das hier sieht, einmal hier nach oben. Hier ist das Lager der Mitte. Da geht ihr hin und von hier oben dann so gesehen, kommt ihr erstmal hier unten dann rein. Von hier unten kommt ihr her. Im Normalfall aus ihr Jetpackt hoch. Ne? Von hier unten kommt ihr her. Und hier steht die gute Dame Annie, die sprecht ihr einfach an, labert das wird jetzt anfangs bla bla durch, bis ihr dazu kommt, ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden, da geht ihr rein. Und dann könnt ihr hier verschiedene Sachen kaufen, ich habe natürlich hier den Händler schon gekauft, der kostet 1000 Splitter, so viel müsstet ihr mindestens besitzen, um das ganze Ding zu machen. Klar, mit der Fähigkeit, dann sind es 1500 Splitter, die ihr erstmal haben solltet, aber bis Level 4, 5, 6 ist es überhaupt kein Act, das Ding zu holen. Dann müsst ihr hier den Händler kaufen. Und am besten dann auch noch für den zweiten Trick für die Attributspunkte hier irgendeine Werkbank. Ich in meinem Fall habe hier die Werkbank der Berserker gekauft. Könnt natürlich auch jede andere nehmen, das ist völlig Wurst. Also benötigt ihr für Schritt 2 Fähigkeitspunkte nochmal 2000 Splitter mit oben drauf. Gut, sobald ihr das Ganze habt, gekauft habt, dann spawnen die Dinger mittels so einem kleinen Video. Das dann kommt, wird das Lager nochmal neu geladen und dann ist der Händler direkt hier eine Etage hoch. Hier ist der Händler. So, damit fangen wir jetzt auch gleich an. Ihr sprecht ihn an, zeigt mir deine Waren und dann, sobald ihr im Kaufmenü seid, switcht ihr einmal nach links oder ihr halt dreht nach rechts, wie ihr wollt, zu diesen Gegenständen, scrollt hier ein bisschen weiter runter und dann fangen wir erstmal dann mit dem Elixit hochpushen. Ihr kauft den ganzen Elektroschrott hier einfach einmal auf, genauso auch wie diesen Metallschrott hier. Sobald ihr das getan habt, einfach mit Viereck auf Handel akzeptieren bzw. halt schließen und dann hier auf Ja drücken, na, geht alternativ auch. Danach sprecht ihr den nochmal an mit Zeig mir deine Waren, geht wieder hier auf die Gegenstände, scrollt wieder runter und das ist nämlich auch wichtig. Ganz am Anfang, wenn ihr das übrigens macht, sind hier dann keine 40 mehr im Normalfall, sondern wird gar nichts mehr angezeigt, beziehungsweise den vollen Wert. Später müsst ihr diese 40 noch jedes Mal dazu kaufen, weil das löst das hier aus, dass der Händler beim nächsten Besuch automatisch mehr Elektroschrott und mehr Metallschrott verfügbar hat, wie jetzt hier momentan zuletzt gekauft, diese 2575 Stück. Ne? Also hier immer zweimal anlabern, zweimal den ganzen Metallschrott und den anderen Schrott kaufen. Dann wieder Handel bestätigen mit Viereck-Taste. Dann wieder, zeig mir deine Waren. Und dann hier auf Verkaufen, switcht wieder um auf die Gegenstände. Scrollt dahin, was ihr gerade eben gekauft hattet. Wie jetzt hier, ganz weit runter.
In meinem Fall hier ist es natürlich ein bisschen doof, weil das Ding hier irgendwie nicht zu sortieren ist, zumindest hier auf der PlayStation. Habe ich hier das ganze 2615 Elektroschrott eingekauft. Ihr wisst ja noch, 43.300 Bar zerquetscht hatte ich am Anfang. So, das Ding wird am Anfang alles verkauft hier. Flup. So, und jetzt habe ich 48.103. Das Ganze natürlich Handel akzeptieren, wieder mit Viereck-Taste. Und dann das gleiche von vorne, etc. bla bla. So, genau, dass ihr das auch noch seht hier, wenn ihr auf Kaufen jetzt nochmal geht mit dem Elektroschrott. Da waren sie halt 2500 irgendwas. So, und jetzt hat er 2655. Dann das gleiche Spiel, wie gesagt, von vorne. Mit Elektroschrott und Metallschrott. Somit habt ihr auch ratzfatz die Trophäen hier für diese 100.000 Elektrit zum Beispiel. Müsst ihr ja zwar nicht zeitgleich im Inventar besitzen, aber halt insgesamt mal auf diese 100.000 kommen. Ploppt natürlich die 10.000 Trophäe gleich mit auf. Ist klar. Gut, dann für Schritt 2, sobald ihr genügend Elektrit habt, geht ihr auch unter Kaufen, unter Objekte. Habt ihr hier die Möglichkeit, reines Elex zu kaufen. Da hole ich am besten einfach jetzt gleich mal die 10 Stück. Und habt ihr auch eventuell noch die Möglichkeit, falls ihr das nicht habt, hier oben Schnaps zu kaufen. Benötigt ihr ebenfalls. Das natürlich auch gleich kaufen. In Maximalwert Handel akzeptieren. Der Händler hat es übrigens Restock automatisch, also sofort instant. Ich habe nichts gecuttet oder sonst irgendwas. Wie man das vielleicht auch mal in Versprechen und so teils merkt. Ja, hier ist wieder der Schnaps und hier ist wieder dieses reine Elex. Na, jedes Mal 10er Stack zu kaufen. Wollen wir gleich nochmal mehr, kann ich euch das besser zeigen. Gut, Handel abschließen. Ja, so. Danach, wie gesagt, hier heute die Werkbank von den Berserkern oder wie auch immer, Kleriker etc. von der Annie da unten. Und dann ist diese Werkbank schlussendlich neben dem, also hier ist der Händler, ne, wo ich schön dran weglaufe. Und dann ist hier oben die Werkbank, zumindest von den Berserkern, diese benutzen. Und dann könnt ihr ja mit R1 umswitchen auf die Tränke brauen. Da ist dann hier das hier, starkere Elextrank, Elextrank der normale. Der wichtigste, der kleine Elex-Trank würde ich euch nicht empfehlen, gibt ja in dem Fall 100 XP. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt, wenn ihr die Zeit habt, hier das ganze Elexit herzu, ja, glitschen, wie es manche sagen, ist aber einfach nur Ausnutzen der Spielmechanik mit dem Fälscher-Rabatt. Ja, beziehungsweise hier, Elex-Trank, steht das von einer Elex-Attributspunkte plus 2 oder starker Elex-Trank, Lernpunkte plus 1. Na, die könnt ihr dann herstellen, mit X auswählen, dann habt ihr das ja hier, Schnaps, ne, 293, habe ich insgesamt und so weiter. Die Dinger könnt ihr herstellen. Ich nehme jetzt einfach mal gerade diese 5 hier, dass sie hergestellt worden sind. Danach geht ihr hier rein in euer Menü und wählt diese dementsprechend Elex-Tränke aus. Und ihr seht schon Attributspunkte plus 2. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Könnt ihr natürlich auch einem Quickslot zuweisen, dann geht es eventuell ein bisschen schneller. Aber mit X drücken geht es auch. Na, habt ihr die Attributspunkte, könnt ihr direkt wieder hier rein switchen. Zum Beispiel und das hier hier. Dementsprechend hochpushen, übernehmen, fertig. Na. Das gleiche funktioniert dann auch genauso mit den Fähigkeitspunkten, wie schon erwähnt, hier mit dem starken Elex-Trank, den ihr ja hier herstellen könnt. Und also dieser hier hat dann Lernpunkte plus 1, kostet in dem Fall das hier alles, der normale Elex-Trank, was wir gerade eben hergestellt hatten, plus nochmal zusätzlich reine Elexe. Also anders gesagt braucht ihr insgesamt, ich glaube, 770 Elex-Tränke insgesamt, um überall Attributspunkte 100 zu bekommen, was Maximum wäre. Und auch alle Fähigkeitenpunkte inklusive 20 Fähigkeitspunkte mit oben drauf, weil 20 Fähigkeitspunkte benötigt ihr insgesamt, zum Beispiel für Berserker, Outlaw oder Kleriker. Na, 20 Lernpunkte nochmal zusätzlich benötigt, wenn ihr die Fähigkeiten alle hier maximieren wollt. Na, könnt ihr zusammenzählen, kommt ihr auf 20. So, falls ihr euch jetzt fragt, ja scheiße, ich habe aber die Heiltränke gar nicht, beziehungsweise hier diese Rezepte, wie heißt hier nochmal, Pläne heißt es hier, um die Dinger hier herzustellen, Elextrank, starker Elextrank, macht nichts. Ihr könnt diese zum einen hier hinten bei diesem Händler direkt kaufen. Zeige ich euch gerade mal. Oder alternativ dann gleich noch woanders. Zeige ich euch dann auch noch gleich. Wenn ihr hier Zeit mit deinen Waren hier hingeht. Da müsste das Ding ja eigentlich mit drin sein. Hier. Anleitung kleiner Elextrank und Anleitung Elextrank. Na, da wären die beiden schon mal drin. Der kleine zumindest und der normale Elextrank. Und wenn ihr den großen Elextrank noch sucht, dann müsstet ihr einmal kurz die Karte aufmachen. Und dann hier nach Goliath gehen. Weil direkt hier, Goliath ist ja hier unten, der Alrik, der Handwerkslehrer in Goliath, na, wie man das sieht. Da oben ist das Camp, hier, ups, wow, was war das? Ja, hier ist Goliath, hier ist Alrik und der hat es, den Plan für den starken Elex-Trank. Na, das zur Not auch noch schnell kaufen, wenn ihr die Fähigkeitspunkte aufleveln wollt und dann seid ihr safe. Ja, natürlich ist das Ganze ein bisschen zeitintensiv, aber ihr kriegt es schon hin. Na, habt ihr so mit ratzfatz alle Fähigkeiten mit Stufe 5, 6, whatever. Und alle Attribute auf Rang 100, was Maximum wäre. Und ja, somit auch ein paar Trophys mit inklusive. Ja, das war's an dieser Stelle. Ne? Wünsche euch viel Spaß damit. Haut rein. Servus. Ciao.